Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der gefickten Unterhaltung zu Dead Space 3. Wir haben jetzt unsere Barrikaden dabei und hoffen, dass das auch so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Ja, wird schon. Hä? Sind weg! Nein! Nein! Was für Säcke! Damit haben die nicht gerechnet, dass. Oder sie haben damit gerechnet und haben es einfach. Aber einfach despawnen lassen ist ja mal richtig lame. Das ist ja mal richtig lame Marino. So, ich habe mal alles getriggert hier. Und wie ist das richtig mit das? Da ist eine Granate. Ich komme wieder rein. Oh Mann. Da bin ich auch. Die wollen ja unbedingt sterben, ne? Ja. Ja, dann erfüllen wir doch ihre Wünsche. Hilfe! Hinter dir, wegen dem links oben. Nee, Dude. Ach ja! Wow. Gesundheit. Ja, pass mal auf. Und jetzt riechen das Medikit. Ich weiß nicht. Ich überlege gerade, wie machen wir das denn am liebsten jetzt hier? Also wie wir das aktivieren, kommen die hinter uns. Nee, wir müssen es nicht mehr aktivieren. Erstmal den oben. Alter. Geh mir doch nicht auf den Sack, Mann. Dude, was ist mit dem da oben los? Was ist mit den Viechern hier unten los, Alter? Das fällt immer mehr! Ja! So, der oben ist jetzt mal weg. Komm, chill erstmal eine Runde. Alter, die können aber auch einfach nicht chillen. Hinter dir! Alter, und sind die schnell, ey. Ist tot? Ja, irgendwo ist noch irgendwas. Nee, doch nicht. Hier ist das Hotbot. Oh Mann. Aber hier abgelassen werden, mein Freund. Okay. Sammeln. Dann sammel erstmal ein bisschen. Weißt du? Sammel noch ein paar Leichenteile ein. Vielleicht haben die auch noch was. Ich würde mich zum Beispiel über einen Arm freuen. Ja, Beine sind auch sehr hilfreich. Mein Kollege würde sich über ein Bein freuen, von daher. Wie geht das jetzt? Ja, wir müssen einfach nur da ran und dann holen wir uns das. Kein Ding. Ja, du musst ich da runter. Komm nicht nach unten, es geht du nicht! Du hättest den anderen Weg gehen müssen! Du hättest einmal eins rüber gehen müssen! Ging nicht, ich hatte meinen schon gelockt! Was tust du denn das? Du hast einen viel kürzeren Weg! Ey, ich habe extra den für mich längeren Weg genommen! Damit du den kürzeren Weg hast. Du hättest nur einmal schräg runter und nach oben gehen brauchen! Guck dir das jetzt mal an! Tja gut, Dude. Das sind eigentlich nur Uraltsteuerkonsolen, ey. Um sie leicht zu hacken. Dass sie die noch nicht mal übereinander gehen können. Das ist eine Sicherheit für Leute, die nicht im Team arbeiten können. So wie ein gewisser komischer Typ im roten Anzug hier. Der unbedingt den langen Weg gehen will. Den super langen Weg. Um mich dann flamed. Schieß auf ihn! Geht nicht. Ist eine Sequenz, Mann. Ich schieß lieber auf den da.
Verdammt, es muss einen anderen Weg nach unten geben. Ja komm, aktivier doch die Scheiße hier. Lass die Kisten hier kommen. Nein, aktivier die Leute. Alter. Wir haben eh ein Kristall. Jetzt, wenn wir gleich scheitern, weil wir nicht investieren, dann ist aber was los hier. Oh, aber hier ist sogar eine Bank. Erstmal eine Bot einsammeln. Ja. Ja, ja, das ist sehr schön, dass ich das gefunden habe. Sagt mal safe. Wie viel Gebot dabei ist. Munition habe ich auch richtig viele. Warte auf Partner. Ich kann nicht. E drück. Ja, ich drück die ganze Zeit E mal an. Kabel, Schwude! Jump in! Wuhu! Sie wissen schon, dass Sie irre sind, oder? Kommen Sie! Ja, Sie wissen. Hui! Ich meine, da ist ja direkt eine Kabelspule gewesen. Das heißt, hier ist man häufiger so runtergegangen. Einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Und weiter. Abklemmen. Ladung wird kalibriert. Bitte warten. Transport wird in Kürze fortgesetzt. Alle zurücktreten. Tätigkeiten wieder aufgenommen. Ich schieß drauf. Ich kann nichts machen. Warum bist du vom Knuspern? Ich hab 1000. Nö, ich lauf einfach. Fuck you. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Lass mich hier durch. Lass mich doch durch. Lass mich durch. Ich glaube, ich bin sterbe jetzt. Nein, doch nicht. Jetzt habe ich nicht mal so viele Healkits wie davor. Die sind abgehauen, Mann. Wenn sie sterben, hilft das niemandem weiter. Ich habe gerade 7 Medikits verbraucht, ey. Es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt keine mehr. Ihr solltet halt keine Mini-Dinger benutzen. Ich habe nur die großen gehabt. Die großen, davon brauchst du doch niemals 7, um dich voll zu machen. Die mittleren habe ich. Ja, ich brauche mehr als 100 Medikits, ne? Warte mal, lass mal hier die Kisten öffnen. Ich brauche Medikits. Da sind natürlich keine drin. Hier unten war eins drin. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht ganz genau. Nee, war nur ein Scheißgriff. Okay. Okay, okay. Irgendwie. Irgendwie ist das komisch. Was ist das denn? Wollt ihr zurücklassen zum Verrecken oder was? Du? Wie? Hey, die wollen doch sowieso sterben. Die machen das doch alles nur um zu sterben. Halt die übelsten Typen, die das hier machen. Übelst nur knackt, ne? Wer weiß, was man denen versprochen hat. Alhalla. Ja, ein bisschen mit dem Arsch gewackelt und allem ausgewichen, ha? Yep. Und, oh Gott, zweimal daneben geschossen gegen ein Ziel, was sich nicht bewegt hat. Alles gut? Ich glaube nicht, aber ist egal. Oh, da ist eine Workbench. Nee, das ist keine Workbench, oder? Eine Workbench. Keine Bench. Keine Workbench. Das ist. Wie gefunden? Das ist ein Sicherheitsschutz. Oh, jetzt geht das wieder los. So. Teamplay.
Easy. So läuft das hier im Teamplay. Geh doch an durch! So, jetzt aber. Ich hätte natürlich auch durchrutschen können, aber nee. Ja. Nee. Diesmal nicht. So. Mach die Tür auf. Und geh hier durch. Hier ist eine Workbench. Hier ist ein Anzug. Hier ist eine Nachricht. Wir dachten, das wäre die Antwort, aber wir wurden enttäuscht. Der Mond. Ist die Quelle des Signals. Der Elite-Anzug wurde freigeschalten. Mach uns vollkommen. Nö. Ich hab das Ding ja fast komplett abgegradet. Hä? Das, die Upgrades kommen mit. Achso, okay. Weil das hier die Nachricht ist, dass man es nicht abschalten soll, ne? Wir sind zumindest erst hierher gegangen. Wir sollen es doch auch nicht abschalten. Nein, aber hier war die Nachricht, die Sprachnachricht, bevor wir das Ganze gesucht haben. Achso, ja. Elite-Anzug. Jetzt muss ich aber trotzdem noch ein bisschen upgraden hier. Den Elite-Anzug hast du doch sowieso schon. Das ist doch dein Standardanzug, glaube ich. Das sieht aber besser aus als mein Standardanzug. Hat da aber alle Upgrades noch, ja? Ja. Anzugstation. Elite-Anzug freigeschalten. Anzug gleich sehr. Elite-Anzug. Bist du sicher? Ich bin von meiner Sache noch nie so sicher. Nämlich den. Also, sieht nicht aus wie mein Standardanzug. Warte, ich muss mal hier ganz kurz. Ich muss mal eine Waffe bauen. Anzug upgrade. So, Panzer habe ich noch einmal upgradet. Was haben wir hier noch? Dauer, nachladen. So. Ich habe jetzt einen Doppel-Ripcore. Voll scheiße, aber egal. Warte, da. Holy shit, Mann. Hey. Beeil dich mal lieber ein bisschen. Fertig. Ich hab nur ein paar Medikits hergestellt. Aber hab ich die direkt im Inventar? Guck dir das mal an, Herz hier. Ich kann bloß nur einzeln schießen. Nee, ich hab jetzt zwei. Echt, wir müssen es nur eins, aber ist egal. Ah, dein Elite-Anzug sieht echt fresh aus. Echt fresh? Echt fresh. Hey Mann, ich bin jetzt so voll fresh, Mann. Yeah. What's up, man? Ich geh davon runter. Ey, yo. Alles klar, Homie. Wir sind schließlich jetzt Elite. Toll, dass das Ding jetzt weiterfährt. Schieß einfach aus der Hüfte! Like a boss! Erwischt beide. Like a Boss aus der Hüfte geschossen! Oh, die Gründen sind schön explodieren. Ich bin mal einfach drüber. Ja. Du darfst ihn nicht anschießen, wenn ich vor dir bin. Ich habe nämlich gerade Schaden bekommen. Okay.
Der ist neu. Ob man den auch einfach vorbeikommt? Das ist ein Zitter oder was? Keine Ahnung, ich bin da vorbei. Ich auch. Lauf! Weiter, weiter, weiter! Einfach laufen! Da ist eine Tür! Zur Tür! Geh rein, Mann! Nachgeladen. Ja, dann geht's. Alles klar. Nach oben wäre schöner. Nee, bloß nicht nochmal nach oben klettern. Das haut ja mal nicht nach oben an. Holy shit, Reno! Sind das viele? Eigentlich muss das Seil gleich durchgeschnitten werden, oder? Das hat sich in der Spule verfangen. Du wirst rangezogen. Ja, dann werde ich langsam hochgeleiert. Autsch. Zum Glück habe ich den Elite-Anzug an. Ach cool, die Teleportationskiste sind klasse, oder? Das stimmt gar nicht. Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Macht einen Weg frei für die Landungsschiffe. Kapitel 16 war jetzt sehr kurz. Ja. Ich humpel so ein bisschen. Verdammt! Es wäre besser, wir finden ihn, bevor die Verstärkung kommt. Los! So. Einmal kaputt treten, dann ein bisschen Strom herstellen hier. So. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir teilweise jetzt einfach nur durchrennen, wenn es möglich ist. Ja, gut, aber gegen alles kämpfen ist sowieso Spaß. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Mal kurz Inventar checken. Ich brauche ein paar Medipacks. Okay. Ein bisschen Munition. Nichts Besonderes. Ich habe nämlich wirklich nur noch kleine und die kleinen, die heilen halt kaum. Was ist Munition am Ende? Habe ich noch alles? Oh, mein Inventar ist fast. Oh, ich gehe auch nochmal in die Bank. Da kann ich den Rest ablegen von Computerchips und sowas. Aber ich kann ja auch die besten Computerchips einsetzen, oder? Ja, könnte es natürlich auch machen. Mache ich jetzt auch mal hier. Alter, was ist das für ein Mistding? Ich komme nicht an die Bank. Da liegt so eine Lampe davor, die irgend so ein Dude hingestellt hat. Wer würde das denn machen? Nee, verstehe ich gar nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Vor allem, die kann man nicht wegbewegen. So gar nicht. Ja, wie gesagt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie sowas machen würde. Jetzt geht's. Du musst zum Verschwinden an den Ding. Ja, ich möchte nur meine Schaufenster. Ein bisschen Schrauben. Mindest ein Nachladen. Warte mal, ich krieg mal Schaden mehr. So, Nachladen ist der Schaden noch im Clip. Das sieht besser aus. Alles klar. Die Elite-Soldaten. Okay. Weiter auf dem Weg. Nach Disneyland. Ja. Könnte man meinen zumindest, ne? Okay, sieht ja auch nicht, ne? Hast du Medikit da hinten rechts unten geholt, da? Hier? Ja. Nee. Jetzt.
Er ist das Endstadium der Kreaturen. Oder könnte es werden? Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine... Diese Scheiße hättet ihr über oben hinsetzen können. Da hätten wir uns die Hälfte der Mission sparen können. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren. Jetzt 10 Schuss in der Schwachstelle. Sie brauchen den Codex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und verbinden Sie diesen Albtraum. Im Prolog, ne, was kam? Hatte der Junge doch den Codex. Und der andere hat ihn zerstört. Carver, haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Codex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Aber, wie wir die Maschine rekonfigurieren und nicht so scheitern wie jetzt mein guter Kollege hier, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann, liebe Leute, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.